So Leute, es ist 7:30 in der Früh. Glenn und ich sind auf dem Weg mit dem Zügle in die Lobby. Wir werden jetzt unseren vierten oder sogar fünften Hotelflug machen mit der Avata und mit der Mavic Air und werden noch ein bisschen leben. Die Entejagd. Wir werden jetzt noch die Lobby fliegen mit der Drohne. Also ganz ein erstes Projekt haben wir vor. Aber das seht ihr jetzt eh gleich. Also seid gespannt. Und ich bin auf jeden Fall nervös ein bisschen. Huhu, weil es ist doch ziemlich tricky, der ganze Flug. Aber wartet ab und schaut es euch an. Ja Leute, also wenn wir zwar nicht zum Fuß gehen, hat man da so ein schönes Zügle. Das fährt dann über Lobby und zum Strand und zum Hotelzimmer und zum Restaurant oder den Restaurants. Und das fährt 24/7. Also wir sind zwar zu Fuß gegangen, aber jetzt sind wir ein bisschen müde. Ein bisschen nervös wegen dem Drohnenflug, weil er sonst ja auch ja, viel Verantwortung auf mir lastet und auf dem Plan, dass wir da nichts kaputt fliegen, weil wir die Ersten sind, die da wirklich durchs Hotel fliegen dürfen. Da sollten wir uns schon zusammenreißen. Also, schaut, was da für tolle Viecher sind. Und somit fahren wir mit dem Zügler, oder? So Leute, da sind wir. Und da vorne fliegen wir nachher durch. So Leute, der Glenn, der Mavic-Pilot, wird jetzt gleich einmal die Mavic starten, weil da hinten noch einige Hotelgäste gerade am Abreisen sind und die sich wahrscheinlich schweinisch brutal fürchten, wenn die kleine Hornisse loszurrt, weil die tut ja wieder Teufel. Da wird jetzt Niklas seine Mini 3 Pro gut, weil die macht nur so die Avata macht. So Leute, Glenn hat seinen Part schon erfüllt. Jetzt kommt der Big Part, nämlich die Avata. Es ist genau ihr Revier da herin jetzt. Die werden sich anscheißen. Ich habe jetzt mal alle vorgewarnt, dass die kleine Hornisse da jetzt einen saumäntigen Lärmwurf machen. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye.
you won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, homeboy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Der Flug war jetzt doch ein bisschen spektakulärer, wie ich gemeint habe. Also es hat brutal geluftet, ihr werdet es wahrscheinlich sehen, aber ich habe absichtlich auf Horizon Stable verzichtet, weil man sonst halt diese geilen Flugbewegungen nicht so realisieren kann. Es ist zwar ein bisschen wackeliger, aber dafür authentischer. Ich finde es cooler. Wie gesagt, man müsste vielleicht nochmal mit Horizon Stable probieren, aber es war sautricky. Einmal habe ich sie beinahe in den kleinen Bach da hinten reingeschmissen. Also FPV-Drohnenfliegen ist einfach... Ja, living on the edge, es ist permanent ein bisschen tricky, dass man sie halt versenkt und muss halt damit rechnen, dass sie kaputt geht. Darum hat man DJI Care Refresh, oder? Damit man neu kriegt. Hoi, unser Zügel kommt, das heißt, wir gehen jetzt frühstücken, dann die Daten sichern, dann werde ich mir mal einen kleinen Schnitt ansitzen. Nein, ich gehe eine Runde ins Meer schwimmen. Schnitt habe ich doch auch noch mehr als genug. Also Leute, bis später. Diese Richtung.